Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Detroit. Wir sind ja eigentlich mit dem Spiel durch, eigentlich, aber wie ich das schon gesagt hatte, mir gefällt das Ende nicht. Ich habe am Ende doch ein bisschen zu sehr verkackt und ich versuche es noch an ein, zwei Stellen zu optimieren, nennen wir es mal. Wir haben die Möglichkeit, wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe noch auch gar nicht geguckt, wir haben die Möglichkeit, die einzelnen Kapitel zu spielen und wir haben die Möglichkeit, im Kapitel gewisse Situationspunkte auszuführen oder von dort zu starten. Ich hoffe mal, dass das funktioniert. Wenn wir Änderungen in den vorherigen Kapiteln vornehmen, müssen wir natürlich alles andere dahinter auch spielen. Das heißt, ich werde zwei Dinge probieren. Ich werde zum einen jetzt probieren, erstmal das Ende in ein etwas wohlwollenderes Ende für mich, also womit ich besser leben kann, zu machen. Denn Connor stirbt und Marcus stirbt. Und das möchte ich nicht. Also vor allem, weil da fehlt ja einiges. Und zum anderen ist hier unter Scheideweg haben wir, jetzt habe ich den Namen vergessen, jedenfalls die neue Gefährtin von Marcus haben wir dann verloren. Ich habe jetzt echt den Namen vergessen. Ansonsten sind, glaube ich, alle wohl auf, aber ab da haben wir verkackt. Und wenn ich mir jetzt hier das Ablaufdiagramm angucke, kann ich meines Erachtens zu einigen bestimmten Stellen hinspringen. Und das möchte ich tun. Guck mal, zum Beispiel, wir zoomen raus, diesen ganzen Teil haben wir nicht gesehen. Ja, nur mal so. Diesen Teil haben wir gespielt und ich finde... haben wir gespielt. Und hier müssen wir definitiv was machen. Denn Kontrollpunkt laden. Wir können also an der Stelle, an diesem Kontrollpunkt können wir was machen. Ich würde aber wahrscheinlich hier an der Stelle anfangen, von vorne. Denn wir haben... glaube ich, also wir können den Kontrollpunkt mal laden, aber ich glaube, wir haben das hier übersehen und das hätten wir? Nee, das können wir hier machen. Das heißt, wir können hier rein, Wachen ausschalten. Ja. Stimmt, haben wir geschafft. Wir werden hier reinspringen und gucken, dass wir A, die Kamera abschalten, dann müssen wir nämlich nicht gegen kämpfen. Zum einen und zum anderen müssen wir, jetzt muss ich mal schauen, neuer Connor hat Hank als Geisel. Wir haben Hank am Leben gelassen und haben es natürlich dann nicht geschafft, die anderen Androiden zu aktivieren. Wir haben auch nicht geschafft, das Bewusstsein mit dem neuen Connor zu tauschen. Und ich glaube, dass wir das brauchen. Wir werden es jedenfalls hier an der Stelle starten, spielen. Ich gucke aber noch, was wir noch haben. Wir haben dann noch die Möglichkeit, also den Strang hier, den werde ich meines Erachtens nicht verändern. Ich hoffe, dass wir auch hier problemlos durchkommen, denn wir haben es hier geschafft, relativ gut durchzukommen und sind mit allen dreien, also sprich mit Kara, mit Luther und mit der kleinen Alice, sind wir drüben. Richtig. So, aber was eben halt fehlt, nee, das werden wir wahrscheinlich nicht spielen, dass Kara gefangen genommen wird. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwie was Gutes draus ziehen können. Ich glaube, das ist dann der böse Weg, ich weiß es nicht. Marcus ist ja auch gestorben. Das heißt, hier bei Marcus, da, werden wir, jetzt muss ich mal kurz gucken, müssen wir dann ab der Szene weiterspielen bei der Verteidigung, denn hier habe ich nämlich verkackt. Und wenn man hier guckt, da kommt noch ein bisschen was, wo wir im Kampf nämlich noch uns entscheiden können. Das machen wir aber gleich. Ich werde mich jetzt bloß seelisch und moralisch darauf vorbereiten. Wir sehen uns dann gleich zusammengeschnitten in einen von den Sachen, also entweder bei Connor oder bei Marcus, ich weiß noch nicht. Ich muss mich jetzt bloß vorbereiten, seelisch und moralisch, und dann sehen wir uns gleich. So, da sind wir. Ich hab's natürlich verkackt an der Stelle, weil die Kamera funktioniert. Ich hoffe, ich klapp das. Ich krieg das hin hier. Mist. Genau, Mist.
Achso, R1. Siehst du, geht schon wieder los. Das geht schon wieder los, verdammt. Ich ahne Schlimmes, dass ich das nicht schaffen werde. So. Ich weiß nicht, welchen ich wandeln muss. Nicht? Jetzt. Das Problem ist mit R1 und sowas, ne? Da hat er so L1. L2. Ich hab's nicht geschafft. Bleib zurück, Connor! Und ich verschone ihn. Tut mir leid, Connor. Der Mistkerl ist echt ein Zwilling. Oh nein, ich muss das echt alles nochmal spielen. Der Busbahnhof. Okay, ich muss das nochmal alles spielen. Wir sind da, alles geschafft. Okay. Okay. Bitte, bitte, bitte. Wir machen es jetzt auf die Schnelle, ne? Ja. Wir haben keine Tickets, sie nehmen uns nicht mit. Wir sitzen hier fest. Was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir kurz warten. Carol. Okay, pst. Ich glaube, Oliver mag dich. Ihre Tochter? Ja. Sie ist bezaubernd. Geschafft. Ich hab die Sandwiches. Deine Mutter weiß Bescheid. Also geht es auch, also die Szenen bleiben so. Müssen wir also die richtige rauspicken in der richtigen Reihenfolge, wie es scheint. Okay. Pass mal auf. Wir machen mal Folgendes. Wir geben die wieder zurück. Tut mir leid. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Scheiße, das gibt's doch nicht. Ich weiß nicht, was passiert. Sie können nicht weg sein. Hast du auch genau nachgesehen? Sie waren in meinem Rucksack. Der Umschlag muss rausgefallen sein. Fuck. Komm, wir probieren's einfach. Verzeihung, Sie haben nicht zufällig einen blauen Umschlag gesehen, oder? Da drin sind unsere Bustickets und... Oh, ist schon gut. Das lag auf dem Boden. Oh. Danke, danke. Vielen Dank. Sie haben uns das Leben gerettet. Es tut mir leid, Alice. Es ist okay. Du hast das Richtige getan. Wir finden einen anderen Weg. Luther ist natürlich sauer. War klar. So, wir gucken mal, ob wir einen anderen Weg finden. Dadurch ändert sich das natürlich, ne? Bitte Stillheit. Nee. Markus. So, das Pro- Mein Mädchen, du! Was? Du hast meine Tochter entführt! Tod! Security! Oh. Hier drüben! Bedrohen, appellieren, konfrontieren. Appellieren. Tun Sie das nicht, Todd. Wir sind tot, wenn Sie uns ausliefern. Deine Geschichte. Als Ihre Frau Sie verließ, nahm sie Ihre Tochter mit. Sie konnten das nicht ertragen. Und kauften sich einen Androiden. Ein neues, kleines Mädchen. Sie wollten sie lieben. Die Vergangenheit vergessen. Doch nichts konnte ihr Kind ersetzen. Ich wollte mir nur beweisen, dass ich ein guter Vater bin. Dass sie falsch lag.
Aber ich habe es nochmal versaut. Sie hatte doch recht. Ich hatte sie nicht verdient. Ich vermisse meine Kleine. Du ahnst ja nicht, wie sehr ich sie vermisse. Gibt es ein Problem, Sir? Nein. Ich habe mich geirrt. Tut mir leid. Puh. Viel Glück. Okay, das bringt uns auch nicht weiter gerade. Oder können... Oh. Nichts tun. Tut mir auch auf der einen Seite wirklich leid, oder? Können wir hier hinten vielleicht raus? Adam! Kara! Schnell! Mir nach! Wo schreist du denn so? Oh, gibt's ein Auto? Jericho-Razzia im Fernsehen gesehen. Ich hatte Angst, ihr wärt wegen mir getötet worden. Wie hast du uns gefunden? Ich wusste, wenn ihr es geschafft habt, seid ihr hier. Sie suchen in jedem Haus nach Androiden. Wir mussten weg, bevor uns jemand verrät. Ach, der Flughafen kommt ja noch. Sie suchen an der Grenze nach Androiden. Aber ich habe einen Schmuggler gefunden, der sie über den Fluss bringt. Es ist riskant, aber es ist der einzige Weg. Möchtet ihr mitkommen? Ja, wir kommen. Okay, steigt ein. Okay, wir machen was Neues. Wir machen was Neues. Jetzt bin ich überhaupt nicht vorbereitet gerade. Das ist aber Plan B dann, ne? Wir kommen also nicht wie anders weg, außer so... Okay, jetzt kommt der schwierige Teil. Hart Plaza, Downtown. Den ich definitiv verkacken werde. Barrikade. Los, helft mir. Okay, wir fangen wieder an, das Auto zu bewegen. Ich glaube, das ist egal, was wir bewegen. Hey, helft mir. So, siehst du? Okay, das schaffen wir. Sollte reichen. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich noch mal überall durch. Wir wissen, dass sie das nicht aufhält. Aber es verschafft uns Zeit. Ich weiß, das war keine leichte Entscheidung. Aber wir tun sicher das Richtige. Ah.
So, unterstütze deine Leute. Das werden wir machen. Alles in Ordnung? Sie schossen in die Menge. Viele von uns sind tot. Es hätte mich treffen können. Ich habe Angst. Ich will mich nicht abschalten. Es ist okay, Angst zu haben. Ich habe auch Angst. Aber ich kann doch nicht zusehen, wie sie uns töten. Das verstehst du doch, oder? Vielleicht hätten wir nie Freiheit fordern sollen. Das wäre nie passiert. Ah, falsch. Falsch, falsch, falsch. Wir haben ihn nicht beruhigt gekriegt. Dings hätten wir machen sollen. So, es ist alles wieder zurückgesetzt. Pass auf, ich lese schnell. Schnell wischen. 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 Okay, Feed Lost. Ich hoffe, ich schaff's. Wir sind hier schon ein bisschen angeschlagen von der Aktion zuvor, ne? So, wir müssen die Tonnen noch anmachen. Ob ich es genauso nachgestellt bekomme? Guck mal, da holen wir nämlich unsere Leute wieder ran. Viele unserer Leute sind gefallen. Die Menschen haben kein Mitleid mit denen, die anders sind. So, wo muss ich hin am besten? Schick den Journalisten noch eine Botschaft. Das ist hier vorne, ne? Marcus, wir haben, was du wolltest. Da hinten sind Journalisten. Sie müssen mitkriegen, was hier passiert. So, Gefangene, Gleichheit, lebendig, frei. Lebendig. Ach du komm. Okay, überprüfe die Position der Soldaten. Das kommt jetzt hin noch. Aber was ist da? Was habe ich denn da übersehen? Ach, das ist die andere Tonne, ne? So, dann müssen wir noch die Position überprüfen. Danach kam mir dann nachher der FBI-Chef, ne? Also der... Ey, Entschuldigung. Weil mehr dürfte... Ne, okay. Tja, sie rücken vor. Das hält sie nicht auf. Was machen wir, wenn sie angreifen? Standhalten. Das ist die einzige Option. Glaubst du, Connor kann es irgendwie schaffen? Wir können uns nur auf uns selbst verlassen. Okay, überprüfe die Position und jetzt sollte gleich der Zeitpunkt kommen. Marcus! Genau. Marcus, komm her! Marcus? Ich will mit dir reden, Marcus. Komm schon, du hast mein Wort. Sie werden dir nichts tun. Geh nicht. Das ist eine Falle.
Ich bin nicht bewaffnet, Marcus. Ich möchte nur reden. Wir nehmen es an. Wir wissen, dass es klappt. Was er zu sagen hat. Und wenn sie dich töten? Das Risiko muss ich eingehen. Ich habe schon so einen Bammel auf den Kampf, wenn die uns überfallen. In ein paar Minuten kriegen die Truppen den Befehl. Keiner von euch wird überleben. Dann ist alles vorbei. Doch du kannst das verhindern. Was soll das heißen? Ergib dich. Ergib dich und ich gebe dir mein Wort, dass dein Leben verschont wird. Ihr werdet inhaftiert. Aber keiner wird zerstört. Was ist mit den Androiden, die bei den Lagern demonstrieren? Unglücklicherweise waren dort keine Journalisten, die ihnen halfen. Ihr seid alle. Ihr seid die letzten Abweichler. Toll. Sie wollen, dass ich meine Leute verrate? Ich biete dir die Chance, deine Leute zu retten. Du wirst hier nicht lebend rauskommen, Marcus. Das Einzige, was du retten kannst, ist das Leben der anderen. Ich fürchte den Tod nicht. Wenn ich mein Leben für meine Überzeugung geben muss, habe ich nicht umsonst gelebt. Du könntest frei sein, Marcus. Du könntest unter den Menschen leben. Du könntest haben, wovon du geträumt hast. Das Leben deiner Leute. Freiheit für dich. Du musst dich einfach nur ergeben. Handel ablehnen. Ich sterbe lieber hier, als mein Volk zu verraten. Tja, das ist wohl dein Todesurteil. Ich weiß nicht, wie oft ich die Szene jetzt spielen darf. Was ist passiert, Marcus? Was hat er gesagt? Die Menschen werden gleich einen Angriff starten. Und wir werden ihnen zeigen, dass wir keine Angst haben. Wenn wir heute sterben müssen, dann sterben wir frei. Okay, jetzt geht's los. Oh, bitte, 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 bitte. Oh. Oh, okay. Sein Leben liegt in deiner Hand. Entscheide jetzt, was dir wichtiger ist. Er oder die Revolution? Hör nicht auf ihn. Jedes Scheißwort von ihm ist gelogen. Überzeugen. Ich war genauso wie du. Ich dachte, nichts sei wichtiger als die Mission. Aber eines Tages verstand ich. Sehr bewegend, Connor. Aber ich bin kein Abweichler. Ich bin eine Maschine mit einer bestimmten Aufgabe und ich werde diese Aufgabe erfüllen. Hank. Es tut mir leid, Hank. Ich hätte sie da nicht reinziehen dürfen. Scher dich nicht um mich. Tu, was du tun musst. Genug geredet. Zeit zu entscheiden, wer du wirklich bist. Rettest du das Leben deines Partners? Oder wirst du sein Leben opfern? Na gut, na gut. Du gewinnst. Nein! Och, mein Shay, mach doch nicht so einen Quatsch! Nein!
Nein! Nein! Moment! Oh, bitte, bitte! Danke, Hank. Ich weiß nicht, was ich ohne Sie getan hätte. Erschießen Sie ihn, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich bin es, Hank. Ich bin shit. Der echte Connor. Einer von euch ist mein Partner. Der andere nur ein Stück Scheiße. Die Frage ist wer? Was haben Sie vor, Hank? Ich bin der echte Connor. Geben Sie mir die Waffe und keine ich erledige Bewegung. Ihn. Shit, nein. Warum fragen Sie uns nicht was? Etwas, das nur der echte Connor wissen kann. Wo lernten wir uns kennen? Jimmy's Bar. Es war die fünfte Bar, in der ich sie gefunden habe. Wir fuhren zum Schauplatz eines Mordes. Das Mordopfer hieß Carlos Ortiz. Er hat meinen Speicher hochgeladen. Wie heißt mein Hund? Sumo. Sumo! Sein Name ist Sumo. Das weiß ich auch. Ich... Mein Sohn, wie heißt er? Oh, danke. Cole. Sein Name war Cole. Er war gerade 6 geworden, als der Unfall war. Es war nicht Ihre Schuld, Lieutenant. Ein Laster kam bei Glätte ins Schleudern und Ihr Auto überschlug sich. Cole brauchte eine Notoperation, aber es war kein Mensch dafür verfügbar. Also hat ein Android ihn versorgt. Cole hat es nicht geschafft. Darum hassen sie Androiden. Sie machen einen von uns für Coles Tod verantwortlich. Cole starb, weil ein menschlicher Chirurg zu high war, um ihn zu operieren. Er ist derjenige, der mir meinen Sohn nahm. Er und diese Welt, in der die Menschen auf der Suche nach Trost zu einem Pulver greifen. Immer wenn du tot warst und zurückkamst, da dachte ich an Cole. Wie sehr ich ihn zurückhaben wollte. Ich würde ihn so gern noch einmal halten. Aber Menschen kommen nicht zurück. Ich wusste auch von Ihrem Sohn. Ich hätte ganz genau das Gleiche gesagt. Hören Sie nicht auf ihn, Hank. Ich bin der... Danke. Ich habe viel durch dich gelernt, Connor. Vielleicht ist da wirklich was dran. Vielleicht lebt ihr wirklich. Ja. Vielleicht seid ihr diejenigen, die die Welt verbessern. Ja. Bitte, 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 bitte. Mach weiter und tu, was du tun musst. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es geht weiter. Es geht weiter. Es geht weiter. Ja. Ja. Wach auf! Wach auf, wach auf. 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 Wach auf. Wach auf. Sehr gut. Sehr gut. Aber wir haben das Problem hier noch. Ich hoffe, das kriegen wir gekittet. Und Markus ja auch noch. Aber Markus kommt zum Schluss. Wir müssen hier rüberkommen. Aber es ist die einzige Möglichkeit. Wir haben da alles richtig gemacht. Das muss funktionieren. Hat euch jemand gesehen? Nein, 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 ich glaube nicht. Haben Sie das Geld? Ja. Hier ist es. Okay. Warte mal. Die Boote sind da drüben. Es gibt Patrouillen am Ufer und auf dem Fluss. Startet den Motor erst, wenn ihr weit genug seid. Okay? Achtet auf die Strömung. Viel Glück.
verabschiede dich. Können wir nicht? Mach dir keine Sorgen. Ach so. Wir schaffen das. Ich konnte nicht verstehen, warum meine Mutter euch helfen wollte. Aber zu sehen, was Marcus tut, hat mir gezeigt, dass sie recht hat. Ihr lebt. Ihr verdient, frei zu sein. Ich hoffe, dass das alle irgendwann begreifen. Okay, der Dialog ist durch Marcus gesteuert. Ich guck mal sicherheitshalber. Ist da noch irgendwas? Nein, ne? Es ist keine halbe Meile zur anderen Seite, okay? Es sollte nicht lange dauern. Vorsichtig, es sind Grenzpatrouillen auf dem Fluss. Vielen Dank, Rose. Ich wünschte, ich könnte euch rüberbringen. Ich lasse euch nicht gern hier zurück. Wiedersehen, Alice. Hey, und ihr passt gut auf euch auf. Okay, wir sehen uns auf der anderen Seite. Das ist wahrscheinlich der Punkt, dass Kara gefasst wird, oder? Hilf Alice an Bord. Ob wir es schaffen? Ich hoffe, wir schaffen es. Ich hoffe, wir schaffen es. Schieb das Boot. Aber die Katastrophe, die machen wir in der nächsten Folge. Ich trau mich nicht. Bis dahin, euer Firefox.